Mental Health oder was? Wie sieht es denn bei dir im Kopf aus? Bist du eher Team aufgeräumt, alles ist an seinem Platz und gut verarbeitet, oder bist du eher Team Rumpelkammer oben auf dem Dachboden? Wenn du dich mit dir selbst und dem, was du in deinem Kopf hast, wohlfühlst, dann fühlt sich auch alles andere von dir wohl, zum Beispiel dein Körper. Und das hat den großen Vorteil, dass du, wenn du Pause machst, dein Körper tatsächlich in die Regeneration geht. Und das wiederum macht dich stark und motiviert und du freust dich auf deine Arbeit und hast Spaß am Leben. Du kannst dann die Leistungen bringen, die du von dir selbst am nächsten Tag erwartest. Und das ist einfach wunderbar. Das fühlt sich richtig gut an. Bist du aber Team Rumpelkammer, dann ist das sehr anstrengend. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dass in deinem Kopf eine große Unordnung herrscht, wie auf einem unaufgeräumten Dachboden. Und dein Kopf macht sich Gedanken um diese Unordnung. Also eigentlich schaut er mal in die eine Kiste, macht die wieder zu, dann guckt er in die andere Kiste, macht die wieder zu. Und das Problem ist einfach, dass du das nicht los wirst, was du überhaupt nicht mehr gebrauchen kannst in deinem Leben. Und das ist ziemlich anstrengend und belastend. Mentale Gesundheit heißt einfach, dass dein Dachboden gut aufgeräumt ist und dein Kopf bzw. dein Geist weiß, womit er arbeiten kann, wenn irgendwas anstrengend wird, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn du nicht mehr weißt, ob das gut ist für dich oder nicht, dann ist es super, einen aufgeräumten Dachboden zu haben. Weil dann kannst du direkt nach dem Richtigen suchen und deine Ziele danach ausrichten. Und wenn du jetzt sagst, ach, dafür habe ich keine Zeit und auch keine Lust und es geht doch irgendwie und da kümmere ich mich irgendwann mal drum, dann kann ich nur sagen, was für eine Zeitverschwendung, was für eine Verschwendung von Lebenszeit und auch deren Qualität. Du verschwendest deine Zeit damit, dich um Dinge zu kümmern, die du schon längst über Bord hättest schmeißen müssen. Du verschwendest deine Zeit damit, mit Verzögerungstaktiken zu leben. Deine Gedanken drehen sich um ja, nein, vielleicht, ach, ich weiß es nicht. Und das kostet dich unendlich viel Zeit. In dieser Zeit könntest du deine Ziele verfolgen, die Dinge tun, die dir gut tun und deinen Weg gehen. Stattdessen stehst du da und guckst nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten und bewegst dich keinen Schritt vorwärts. Also Verschwendung deiner Lebenszeit. Wenn dein Dachboden gut aufgeräumt ist, dann bist du resistent gegen Stress. Du hast Vertrauen zu dir selbst, weil du weißt, was du leisten kannst. Und deinem Körper geht's auch noch gut, weil der sich zwischendurch erholen kann. Es lohnt sich also, sich um seine mentale Gesundheit, ums Dachstübchen hier oben zu kümmern, denn es geht dir einfach besser damit. Und Hypnose kann dir dabei helfen. Wir räumen deinen Dachboden auf, bis alles da ist, wo es hingehört. Du kümmerst dich um die Dinge, die bearbeitet werden müssen. Du schmeißt die Sachen raus, die du nicht mehr brauchst. Und schon trägst du viel weniger Ballast mit dir herum und dir geht es rundherum einfach viel besser. Hypnose kann dir dabei helfen. Punkt.